Du liebst deinen Partner und trotzdem denkst du darüber nach, die Beziehung zu beenden. Herzlich willkommen in deinem Dilemma. Mein Name ist Darius Kamadeva und ich helfe seit über 10 Jahren Menschen dabei, glücklichere Beziehungen mit sich selbst und mit ihren Partnern zu führen. Und ich kenne die Situation aus meinem eigenen Leben sehr gut und kenne sie auch aus der Arbeit mit vielen Klienten und Klientinnen sehr gut, dass man in einer Partnerschaft ist, wo man den anderen liebt, und gleichzeitig ständig vor Probleme kommt, wo man nicht weiß, wie man die lösen kommt, weil man sich denkt, boah, wie kann man denn nur so einen Schwachsinn glauben oder wie kann man denn nur so sein oder wie kann man nur dieses sein oder wie auch immer. Es sind Probleme da, die vielleicht ein bisschen unüberwindlich scheinen. Und dann stellt man sich die Frage, und das absolut berechtigt, soll ich mich jetzt trennen? Soll ich die Beziehung beenden, obwohl ich ihn liebe, obwohl wir uns lieben? Reicht Liebe alleine als Grundlage für eine Partnerschaft? Spannende Frage. Ich persönlich glaube, dass Liebe als Grundlage für eine Partnerschaft alleine nicht ausreichend ist. Wenn das der Fall wäre, dann würden alle Paare, die frisch verliebt sind, einfach auf ewig lange zusammenbleiben. Aber wir müssen ein bisschen differenzieren. Erstmal gibt es unterschiedliche Arten von Liebe. Ich kann meinen besten Freund lieben, ich kann meinen Neffen lieben, ich kann meine Oma lieben, ich kann ein bestimmtes Gericht lieben, zum Beispiel eine türkische Linsensuppe kann ich lieben und gleichzeitig kann ich auch meine Partnerin lieben. Und ich benutze immer dasselbe Wort, nämlich lieben, meine allerdings oftmals ein unterschiedliches Gefühl. Ich hoffe, dass ihr mir glaubt, wenn ich sage, dass ich ein anderes Verhältnis zu Linsensuppen habe als zu meiner Partnerin oder zu meinen Neffen, obwohl ich beide irgendwie ein bisschen liebe. Meine Partnerin und meine Neffen ein bisschen mehr, wobei Linsensuppen, egal. Jedenfalls müssen wir da erstmal ein bisschen differenzieren. Also reicht Liebe als Grundlage für eine Partnerschaft? Ich glaube nicht, denn wir müssen schauen, was für eine Art von Liebe brauchst du in deiner Beziehung? Was für eine Art von Liebe braucht dein Partner in einer Beziehung? Für manche ist es wichtig, dass man sich im Alltag sehr gut aufeinander verlassen kann, zum Beispiel. Das ist dann eher diese partnerschaftliche Liebe. Für den nächsten ist es wichtig, dass es ordentlich im Schlafzimmer zur Sache geht. Und das ist dann eher so diese leidenschaftliche Liebe. Und der nächste möchte einfach mit seinem Partner denselben Humor teilen, möchte sich irgendwie unterstützen, möchte so ein Cheerleader, so jemand in der eigenen Ringecke wissen, der einen unterstützt, und das ist dann eher so diese freundschaftliche Liebe. Je nachdem, was für eine Art von Liebe dir besonders wichtig ist, ist es eben wichtig, dass du auch diese Art von Liebe in einer Partnerschaft bekommst. Ich persönlich habe viele gute Freunde. Ich brauche meine Partnerin nicht als meine beste Freundin, die mir das Händchen hält. Da habe ich Freunde für, die machen das super. Ich brauche aber eine Partnerin, auf die ich mich im Alltag sehr gut verlassen kann, weil ich relativ viele Verpflichtungen habe, denen ich auch sehr gerne pünktlich und ordentlich nachkomme. Und deswegen brauche ich da eine Partnerin, die, auf die ich mich verlassen kann. Wenn meine Partnerin jetzt super unzuverlässig wäre, aber eine fantastische Freundin im platonischen Sinne, also immer meine Ideen gut findet und mich immer unterstützt und sowas, aber ich mich nicht auf sie verlassen kann, dann würde diese Art der Liebe für mich nicht reichen für eine Partnerschaft. Das kann jemand anderes anders sehen und das ist genauso richtig, aber wichtig ist, wie du es siehst und dass du herausfindest, welche Art von Liebe du in dieser Partnerschaft eben haben möchtest. Wenn du das herausgefunden hast, kannst du dann für dich entscheiden, ob diese Art der Liebe für dich ausreichend ist für die Partnerschaft oder eben nicht. Zweite Frage, die du dir auch stellen solltest, ist das wirklich die Beziehung, die ich haben will? Ich weiß, wenn wir uns in jemanden verliebt haben, dann ist diese Person irgendwie ein bisschen perfekt und es ist alles schön und es ist alles so toll und romantisch und so. Und das mag alles so sein, aber es ist auch zu sehr, sehr großen Teilen einfach die rosarote Brille, die mittlerweile auch wissenschaftlich an verschiedenen Stellen nachgewiesen worden ist. Die hat evolutionäre Gründe, die ist super hilfreich, weil wenn wir die nicht hätten, würden wir die ganze Zeit sofort den ganzen Scheiß sehen, den der andere so mitbringt und hätten gar keinen Bock, uns mit dem zu binden und dann würden wir irgendwann als menschliche Art und Rasse würden wir einfach
ja, aussterben und das wäre natürlich sehr schade und deswegen hat die Evolution gesagt, ich schraube euren IQ mal so ein bisschen runter, ich mache euch schlau wie Toastbrot und gebe euch ein gutes Gefühl dabei. Wir nennen das einfach die rosarote Brille und dann fallt ihr schon wie die Karnickel übereinander her und ja, dann gibt es zwar später erst Probleme, aber das interessiert die Evolution erstmal nicht. Das heißt, frag dich einfach mal, ist das denn wirklich, und ich meine wirklich, die Beziehung, die du haben willst? Und nicht sind Teile davon die Beziehung, die du haben willst, sondern ist die Gesamtbeziehung die Beziehung, die du haben willst. Versteh mich bitte richtig. In meiner Partnerschaft läuft natürlich auch nicht immer zu 100% alles perfekt. Aber die Partnerschaft, die ich mit meiner Partnerin habe, ist exakt die Partnerschaft, die ich haben will. Denn ich weiß für mich, dass auch in den Herausforderungen, in den Streits, in den Debatten, die wir selbstverständlich wie jedes andere Paar auch manchmal miteinander haben, dass dort drinne sehr viel Entwicklungspotenzial ist, dass meine Partnerin viel daraus lernen kann, dass ich viel daraus lernen kann, dass wir als Paar uns einfach weiterentwickeln können und schönere Synergien bilden können, dass wir eine tiefere Form der Liebe finden können. Und dafür brauchen wir diese Probleme, diese Streits, diese Herausforderungen. Und ich möchte das in meiner Beziehung haben, weil ich weiß, dass ich mich nur so weiterentwickeln kann und ich möchte mich in meiner Partnerschaft weiterentwickeln. Andere Leute sehen das anders und die brauchen eine andere Art von Beziehung. Aber hinterfrag dich doch einfach mal, ob das wirklich die Art von Beziehung ist, die du eben haben möchtest. Wenn es nicht die Art von Beziehung ist, die du eben haben möchtest, dann ist es wichtig, und das ist Punkt 3, auf den ich zu sprechen kommen möchte, dass du wirklich darüber nachdenkst, ob du eine Trennung aus Selbstschutz in Kauf nimmst. Also nicht eine Trennung, weil es schwer ist. Beziehungen sind manchmal schwer, die sind herausfordernd, die sind überfordernd. Ich finde, das ist erstmal kein Trennungsgrund. Ich glaube aber, wenn man in einer Beziehung weiter bleibt, obwohl die Beziehung einem schlecht tut, obwohl die Beziehung einen dauerhaft unglücklich macht, obwohl die Beziehung in Rahmenbedingungen verläuft, die man selbst nicht möchte, obwohl da Dinge gesagt und getan werden, die vielleicht nicht mit den eigenen Werten kompatibel sind. Manchmal hat man ja unterschiedliche Weltbilder, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Überzeugungen. Sollte man Kontakt mit dem Ex-Freund haben? Falls ja, wie oft? Falls ja, in welcher Form? Darf man alleine mit Menschen des anderen Geschlechts weggehen? Dürfte ich zum Beispiel am Wochenende alleine mit einer Frau weggehen? Darf meine Freundin alleine mit einem Mann weggehen? Darf meine Freundin alleine mit anderen Männern tanzen? Und so weiter. Das sind alles Fragen, die jedes Paar für sich eben entscheiden muss. Und manchmal gibt es eben Dinge, wo man selbst sagt, hey, hier ist einfach meine Grenze und alles, was darüber hinausgeht, kann ich einfach nicht akzeptieren, möchte ich einfach nicht akzeptieren, das macht mich unglücklich und dann, meine Liebe, sollten wir uns aus Selbstschutz eventuell trennen, falls wir nicht dazu in der Lage sind, eben uns darüber hinaus zu entwickeln, uns da weiterzuentwickeln. Ist immer ein bisschen eine individuelle Entscheidung, logischerweise, aber wenn du Fragen dazu haben solltest, wo solltest du sie stellen? In den Kommentaren. Genau. Also, schreib mir jetzt einen Kommentar in die Kommentare rein. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, alles Gute.